Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen sonnigen Tag in Mondstadt. Wir haben ein neues Update rausgekriegt, das ist Update Version 1.4. Hier möchte ich euch jetzt einmal kurz und knapp erzählen, was denn eigentlich so ansteht und was es zu beachten gilt. Und zwar kam von Genshin Impact, also von miHoYo, eine Mail via Paimon an mich, wo das einmal schön zusammengefasst wurde. Ich dachte, wir gehen das mal kurz durch. Und zwar haben wir jetzt einmal die neuen Banner hier kurz dargestellt. Wir haben Venti-Banner, wir haben Rosaria, die uns bald erwarten wird, die im Rahmen der Windblumen-Einladung dann, ja, freigegeben werden mit dem Update. So, dann haben wir das Venti-Banner, das kommt. Das haben wir gerade auch schon aktiv. Dann haben wir das Tartaglia-Banner. Im Rahmen des Tartaglia-Banners wird vermeintlich auch die Rosaria angeboten werden, die als neuer Char in das Spiel eingeführt wurde. So, was haben wir noch mit der neuen Spielversion? Wir haben neue Waffen. Die werden im Banner zur Verfügung stehen. Letzter Seufzer ist ein Bogen mit Aufladerate und ein schöner Effekt. Also ist wohl ganz schick für Venti zu unter anderem oder auch für Fischl. Da haben wir noch weitere Waffen, die habe ich jetzt nicht weiter geprüft. Dann haben wir ja auch diesen kostenlosen Bogen, den wir im Rahmen der Quest Windblumen-Einladung dann auch bekommen können. So, und dann haben wir noch diese schönen neuen Minispiele im Mondstadt. Sehr schön, finde ich die. Ganz toll. Würde ich auf jeden Fall gerne noch ausprobieren. Habe ich auch noch gar nicht großartig durchgetestet. So, das ist einmal Blumen im Wind. Dann ist es einmal jeder Schuss ein Treffer. Und Lied der Landschaft. Blumen im Wind ist einfach nur, dass ihr nimmt eine Quest an, wo ihr vom Himmel herabschwebt und dann immer so einzelne von diesen, was sind das, Löwenzahnsamen in der Luft einsammeln müsst. Dann, oh, Entschuldigung. Ohoho. Dann haben wir noch dieses Lied der Landschaft, da müssen wir gewisse Sounds, gewisse musikalische Effekte nachspielen. Soll wohl ganz interessant sein, habe ich tatsächlich nicht so Lust drauf, klingt für mich eher nervig. So, da haben wir noch jeder Schuss einen Treffer. Das finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Wir nehmen einen Bogen in die Hand und haben ganz viele Luftballons und müssen einfach möglichst viele davon abschießen. Ja, in einer gewissen Zeit. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir diesen Garten der Gelüste, auch sehr, sehr spannend. Ist eine neue Sphäre, mithilfe in der eine gewisse Herausforderung immer besteht. Unter anderem am Ende auch ein Bossfight. Und hier müssen wir halt einfach nur gewisse Challenges vollbringen, um dann einen Katalog an Belohnungen abzufarmen. Wenn wir alle Belohnungen abgefarmt haben, können wir dann in einem Event-Shop wieder leckere Belohnungen abgreifen. Ja, was erwartet uns denn später noch? 9. April und 2. April ist halt jeweils noch dieses streitende Ströme und ja, Wünsche im Wasser, wo wir dieses Mini-Ozeanit-Okeanit-Viech bekommen werden. Kurz gesagt, ihr habt im Endeffekt hier einen Shop beim Garten der Gelüste und ihr habt in diesen drei Minigames jeweils auch eine Währung, mit der ihr innerhalb eines anderen Shops Primogems und so weiter freischalten könnt, unter anderem auch eine Krone, die wir natürlich immer gerne haben möchten. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal in-game an. In-game zurück haben wir erstmal die Optik, die ein bisschen angepasst ist. Wir sehen Mondstadt in einem anderen Licht. Es ist einfach wirklich sehr sexy geworden, finde ich sehr schön. Und wir haben eine neue Quest. Gedicht von Blumen und Wolken. Mithilfe dieser Quest wird uns dann die Freischaltung der Minigames ermöglicht. Das heißt, das ist so die Einführung, um in diese Minigames reinzukommen. Das heißt, wir quatschen mit Sarah und kommen in die Quest rein. Aber das überspringen wir jetzt einmal. Ja, das war's auch schon. Im Endeffekt haben wir jetzt die Missionen freigeschaltet. Hier können wir noch den Aktionshändler sehen, der uns dann die gewisse Krone hier auch vergibt. Und ja, alle Items, die wir hier jetzt sehen, können wir halt entsprechend freischalten, wenn wir an den Minispielen teilnehmen. So, da haben wir noch diese Quests hier, die können wir auch noch bearbeiten. Durch diese Quests kriegen wir die Primogems, ganz klassisch. Gibt es wie immer bei solchen Events ein paar Primogems geschenkt. So, feste Herausforderungen, da haben wir dann entsprechend, wie schon einmal angesprochen zu Beginn, jeder Schuss ein Treffer, Blumen im Wind und Lied der Landschaft, die wir alle jeweils mit dem Klick auf zum Auftrag dann auch bewältigen können. Und die letzte Geschichte ist der Garten der Gelüste, wie schon angesprochen, den man auch dann entsprechend als Aufgabe verfolgen kann. Genau, ist natürlich ganz schick alles, gefällt mir ganz gut. Und um an die Belohnungen zu sehen vom Garten der Gelüste, müssen wir da natürlich erstmal hin und den ansprechen, den guten, wie hieß der noch gleich? Genau, Plauen war sein Name. Lass dich auf eine Herausforderung ein.
So, plauen, da kann ich schlecht ablehnen. So, zack, 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 plauen, erklärt uns das Ganze einmal, wird gemacht. Und dann haben wir diese neue, schöne Geschichte hier, Garten der Gelüste. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir jetzt erst das anklicken müssen, um die Belohnungen zu sehen, oder ob wir mit ihm reden müssen. Herausforderung der Gelüste. Da kann man einmal sehen, was das ist. Ja, wie gesagt, ich klicke das nochmal kurz durch. Das ist alles Mögliche an Minispielen in dem Sinne, ne? Das ist ganz cool. Und da kriegen wir dann diese blauen Tickets, die wir für den zweiten Teil des Shops benötigen. Entschuldigung, das hatte ich vorhin, glaube ich, ein bisschen schlecht erklärt. Im Grunde gehen wir also hier rauf, haben den Aktionshändler und da haben wir einmal diese Tickets, die machen wir mit den Minispielen und da haben wir diese Tickets und die spielen wir frei in diesem guten... wie heißt er noch gleich? Garten der Gelüste. Genau, das wäre es auch schon soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen guten Überblick über das Event bekommen. Achso, Entschuldigung, das Wichtigste haben wir vergessen. Wir dürfen präsentieren. In der linken Ecke Venti, in dem rechten Bereich die anderen drei netten Chars, Sucrose, Razor und Noel. Ja, ich sag dazu nicht viel, ist eure Entscheidung. Denn diese neuen Waffen, wie gesagt, der Bogen soll ganz nett sein. Obwohl ich den jetzt nicht unbedingt ziehen würde, wie gesagt, Waffenbänder. So, da haben wir das Standardbänder, nichts Besonderes, alles wie immer. So, genau, das wär's jetzt aber wirklich. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Bow! Come on, put your skills to the test. Huh?